You Are Not Safe Here von Kyrie McCauley. Wie groß ist dein Mut? Die 17-jährige Layton stellt sich dieser Frage immer wieder und sie braucht viel Mut, denn sie weiß, den Mund aufmachen kann gefährlich sein. Es beginnt mit Joe, einer einzelnen Krähe, die nach dem Tod von Laytons Großvater auftaucht. Und es werden immer mehr. Die Kleinstadt Auburn hat ein Krähenproblem. Es werden Tausende und ihre Zahl steigt parallel mit der Angst und der Bedrohung, der Layton und ihre Schwestern durch den eigenen Vater ausgesetzt sind. Macht, Wut und Abhängigkeiten spinnen ein Netz aus Furcht und Hilflosigkeit, in dem nicht nur die Töchter, sondern vor allem auch die Mutter gefangen sind. Doch so sehr ich es hasse, nichts zu sagen, so sehr weiß ich auch, dass es meine einzige Chance ist, ihre Sicherheit zu gewährleisten. Doch werde ich nicht für immer schweigen. Und überall sind die Krähen, die die Bewohner der Stadt in Atem halten. Krähen sind unglaublich kluge Tiere. Die eigentliche Katastrophe will niemand sehen. Der gewalttätige Vater ist zu jeder Zeit präsent. Vielleicht fühlt es sich so an wie das Ende der Geschichte, doch es ist nur der Anfang und der Rest gehört euch allen. You Are Not Safe Here von Kyrie McCauley. Nominierung zum Deutschen Jugendliteraturpreis der Jugendjury am Friedrich-Spee-Gymnasium Trier. Ein besonders beeindruckendes Buch.